Ich würde niemals sagen, Rapper Mittwoch ist schlechter als Diddly. Die würde ich niemals sagen. Nee, Diddly, es bringt mir nichts. So, was bringt es mir, bei Diddly zu battlen? Da gibt zwar so ein, zwei... kann man offiziell sagen, dass es ein Hurensohn ist? Ja, kann man offiziell sagen, Alter. Es gibt, und es ist halt so ein Dulli, weißt du, der ist immer im Internet aktiv und hat im Internet immer eine große Fresse, Alter. Steck mein Drecksrohr in die Scheide von Sexy Coras Leiche. An Kontroverse, auf welche Stufe stellst du diese Line so von 1 bis 10? Es gibt so drei Leute, auf die ich Bock habe. Einer, der wird wahrscheinlich nicht mehr battlen. Würde ihn gerne battlen, also wenn du es hörst, wenn du Bock auf ein Battle hast, sofort, Alter. Ich würde alles stehen und liegen lassen. Hallo meine Hater, hallo meine Freunde. Eine neue Aufzack-Folge Nummer 5 mit Finch. Okay, herzlich willkommen, Finch, bei Auf Zack. Erzähl mal, wer du so bist. Auch wenn ich schon alle kenne, aber trotzdem. Ich bin Schlagersänger aus Berlin-Lichtenberg. Meine Hobbys sind Reiten, Lesen. Nee, ich mache so ein bisschen Rap, Battle Rap. Ja, bin durch Battle Rap wahrscheinlich bekannt geworden. Hab jetzt Lust, ein bisschen Musik zu machen. Ja, und so auch eigentlich ein ganz geselliger Typ, würde ich sagen. Gut, Alter. Ich wollte dich fragen. Ich habe jetzt das... die Battles von ihr verfolgt, ich habe ein paar Videos von ihr geguckt und habe jetzt zum Beispiel Richtig Saufen, ist ja dein aktueller Track jetzt. Und da gibt es die Mücke. Ja. Die Mücke. Und da wollte ich fragen, du hast gesagt, du schreibst den Deckel da auf und trinkst dort. Ist es wirklich wahr? Gibt es diese Mücke auch im echten Leben? Gehst du da hin? Ja, die Mücke gibt's. Die ist in Buko, Märkische Schweiz. Nee, da gehe ich nicht hin. Also ich ab und zu, wenn mal wieder eine Party da ist, die ist halt nicht immer offen. Also der... Kneiper hält es halt so wie ein Dachdecker und macht die mal auf, wenn er Bock hat. Also der muss die nicht offen haben. Und da sind aber öfter mal Veranstaltungen, auch von dem Kollegen Billy, hier nochmal Grüße und nochmal Danke. Und ja, der macht öfter da ein paar Dinger so und hat auch noch so eine Strandbar da in Buko, ist ganz cool. Und wie gesagt, ich habe keine Schulden bei Billy. Ich habe Schulden hier im Empire. Ich habe sehr viele Pfeifen noch auf dem Deckel. Broke. Auf jeden Fall, was ich dich noch fragen wollte, gibt es da so richtige heiße Partys mit diesen Bauernweibern, was du auch sagst in der Hook so? Lass mal lieber Bauernweibern ficken, statt, was sagst du, dumme, reiche Schlampen? Gibt es da so geile Partys mit richtig Ollen und so? Es gibt Partys mit geilen Weibern, ja. Also auf Dörfern eh immer so Dorffest und so Standard, immer geile Weiber und ja. Und halt, ich habe halt lieber so ein Bauernweib als so ein einfaches Mädchen, weiß ich nicht, so eine kleine Dorftrulla anstatt so eine verzogene Steglitzfotze, sag ich mal jetzt. Also jetzt nicht Steglitz, nein, doch nicht, ich beleidige doch jetzt nicht Steglitz, aber da kommen ja nun viele her, die ein bisschen Kinder... Ja und, Alter, hey, dann eine reiche Lichtenberg-Fotze kann ich ja auch sagen, da gibt's aber nicht viele Reiche in Lichtenberg, deshalb sage ich eher so, weißt du, aber habe ich lieber so ein einfach gestricktes Mädel, das so ein bisschen einfach gebaut ist so im Kopf, damit man nicht so viel machen muss. Und passt. Okay. Weil sie üppiger sind oder mehr drauf haben, so ich stelle mir so eine Bauernweiber so vor, so richtig so. Ja, die haben, Bauernweiber haben auf jeden Fall gute Arme, einen guten Oberarm, die können Flug ziehen und nein, es geht einfach darum, es ist eher Bauernweib, muss jetzt nicht vom Aussehen unbedingt sein, ist eher so, dass die Mädels halt, ja, wie soll ich sagen, ländlicher eingestellt sind. Nein, so, nicht so eine High-Society-Bitches, die in Pearl gehen oder ins 42nd, Alter. So eine Bitches mit gemachten Nägeln und teuren Taschen, Alter. Nein, die haben auch mal einen Blaumann angehabt, wenn sie mal Onkel Uwe geholfen haben beim Stroh rausbringen oder so ein Scheiß. Irgend sowas, weißt du? Warum liegt da Stroh? Ja, dann blasen wir doch rein. Ey, wie alt ist das Video? 10 Jahre oder so? Ich weiß es auch nicht, Alter, aber es fiel mir jetzt ein, als du das so erzählt hast mit dem Flug und so, dann habe ich voll die Fantasien gerade gehabt, wie deine Eulen da auf dem Acker ackern, Alter. Pearl hast du gedisst, Digga, bastelt dann längst, wenn er sich das rein und dann ist vorbei, Budi, Alter. Du redest ja aber richtig saufen, viel über Saufen halt. Also, glaube ich auch. Das heißt, du redest nicht viel über Saufen, aber richtig saufen ist die Hook. Wann hast du zum ersten Mal deinen Abschluss gehabt? Wann... Wie war da deine lustigste Suff-Story? Ja, also erstmal Alkohol hatte ich mit 14, es war ein Smirnoff Ice, damals war es noch, wo Alkopops so frisch waren, so neu, weißt du, und keiner wusste, dass die übergefährlich sind. Und hat meine Mutter mir sogar gekauft, das war auf der Jugendweihe, das war das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, auf der Jugendweihe. Smirnoff Ice. Und meine erste Alkoholvergiftung war mit 15 und die zweite war mit 16, auch mit Krankenhaus, Magen auspumpen, der ganze Scheiß.
Und hatte auch durch Alkohol, da hatte ich mal so ein, war so ein Dorffest da bei uns, da in Raun da in der Nähe. Und da habe ich mir Starkbier geholt so, und das alles in meinen kleinen Scout-Rucksack reingemacht, so 7 Starkbier-Dinger. Wirklich? Ja, ja, pass auf. Ja, ja, ich hatte nur einen Rucksack, weiß ich nicht. Und dann bin ich da rumgefahren mit meinem Starkbier und habe das ausgesoffen, 7 Starkbier und das als kleiner People mit 15. Ja, dann war ich natürlich ein bisschen übermütig und habe dann versucht, cool zu sein und wollte Autospiegel abtreten auf der Rücktür. Ja, ich weiß, das ist nicht cool, man tritt keine Autospiegel ab, das würde ich heute auch nicht mehr machen. Ja, ist egal, wollen wir nicht drüber reden, aber es war auf jeden Fall keine coole Sache, habe ich mir natürlich gleich die Schulter zerfixt, lag dann im Graben, hatte Schlüsselbeinbruch. So, das war nicht die coolste Suff-Story, aber das war so halt mit 15 und dann, ja, Alkoholvergiftung und, aber seit ich 16 bin oder 17 war keine Alkoholvergiftung, zumindest keine, die mir im Krankenhaus so war. Gibt es noch eine lustige Story? Eine lustige Suff-Story? Ach, irgendwie jede Story, kann man immer nicht so erzählen, so jede Story ist lustig, so. Die lustigste, man, im Freundeskreis immer darüber redet noch. Oh, Alter, da müsste ich jetzt zu lange überlegen. Ich weiß nicht, ich habe mir die ganzen Gehirnzellen schon weggeballert, Alter. Jo, eine der lustigsten Suff-Stories war auf jeden Fall, die ist, war 2016, glaube ich. War das 2016? Deutschland, EM, Frankreich, kommt das hin? War 16. Da sollte ich über einen Kumpel, sollte ich so für so ein kleines Hip-Hop-Ding, sollte ich so ein Live-Spiel, so ein Spiel von Deutschland, Frankreich halt, oder war es Deutschland? Nee, es war Deutschland, Polen oder irgendwas. Sollte ich auf jeden Fall kommentieren. So. Und da gab es auch einen Livestream. Und ich saß da halt. Das ganze Spiel. Und das war kommentieren, war halt live im Internet so. Weil so eine kleine Seite da. Und ich sollte es halt kommentieren und saß da halt mit meinen Kumpels und mit Blaumann, kompletter Montur. Damals auch noch guter Fukuhila am Start gewesen. Rudi Völler-Trikot. Meine anderen beiden Kumpels, Adiletten, so richtig schön Assi. Und haben uns da übelst einen eingebrezelt. Und dann konnten die Leute mal anrufen und fragen so. Und dann haben wir mit denen telefoniert und so. Ja, aber irgendwann habe ich halt so übertrieben, dass der Livestream halt abgebrochen werden musste. Und ich. Ja, ich habe mir halt übelst hart die Kante gegeben. So. Ich wollte halt mit einem Asiaten mittrinken. Und man glaubt es nicht, aber die Asiaten trinken wie Sau. Zumindest der. Der konnte trinken. Der hat einfach Goldkrone, der hat die weginhaliert. Und Goldkrone hat ja nicht so viel Umdrehung, aber irgendwas ist da drin. Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, der hat getrunken wie eine Sau. Und ja, und irgendwann muss der Livestream abgebrochen werden. Und dann lag ich in einer WG-Toilette. Kennst du diese Ecke? Bei einer WG-Toilette von Toilette und direkt daneben ist die Waschmaschine. Und da hinten ist wahrscheinlich die dreckigste Ecke in ganz Berlin. Und es war im Wedding. Und ich lag mit meiner Fresse da in der Ecke so drinne und hab immer nur gerufen, ruft einen Krankenwagen, ich kann nicht mehr, ich sterbe und so. Und war richtig... Und dann hatte ich einen Absturz, dann kam der natürlich, der Pfleger kam da und hat dann erzählt, yo, der ist nur steif, den nehmen wir nicht mit, Alter, der muss ausnüchtern so. Und eigentlich wollte ich abends wieder nach Hause, weil ich am nächsten Tag halt wieder in eine Schule musste, also hier in eine Uni da so. Und dann war nichts damit, ich bin am nächsten Morgen dann aufgewacht mit Blaumann und musste am Freitag früh um 7 mit Blaumann, Rotze voll und Deutschland-Trikot musste ich dann erstmal nach Lichtenberg. Und das war das Peinlichste, was ich in meinem Leben je... Also so wie ich da... Nicht so rumzulaufen ist peinlich, aber so zerstört. Ich war noch nie so zerstört. Es war krass. Ich glaube selber, dass es so irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, das Battle, da, weil du nichts verstehst. Gehen deine Lines unter? Hast du dich geärgert? Sind deine Lines untergegangen? Dachtest du, dass sie besser gekommen wären, während der Sound gut wäre? Erzähl mal ein bisschen über das Virus-Battle. Ja, auf jeden Fall gingen die Lines unter komplett so... Also ich sag mal, ich habe nicht meine Stärksten reingesteckt so. Ich habe das Battle auch nicht so ernst genommen. Also nicht, hat nichts mit Virus zu tun oder so. Aber es ist halt, sag mal, Frauenfeld ist für die Rapper bei Rapper Mittwoch, die sich verdient haben, weil sie die Saison über coole Leistung gebracht haben oder weil sie immer loyal waren zu den Leuten, dass sie da, ist ja wie ein Urlaub, den wir geschenkt bekommen sozusagen, weißt du, und da können wir unser Battle dann machen und ist nur zur Unterhaltung, ist unjudged, da brauche ich nicht 3 Runden lang drüber rappen wie Virus in den Battles davor, was interessiert keiner, kennt wahrscheinlich die Hälfte uns nicht, ja, und deshalb war ich der Meinung, dass ich da einfach nur so Generic Bars reinputte und so, aber trotzdem immer noch cool, so immer noch auf dem Finch-Stil, so immer noch schön asozial und es war halt mega ärgerlich, weil ich hab's auch nicht gepostet, sonst bin ich ja so dahinterher, wenn's kommt, dann poste ich sofort. So, die Leute warten auch drauf, ich hatte ja auch Titelbild, dies, das, alles auf meiner Seite. Natürlich nur wegen des Sounds, so. Es gibt keinen anderen Grund, der Sound ist der Grund, weshalb ich's nicht so feier und man sieht es auch an den Klicks, wenn man sich die anderen Battles von mir anguckt, das geht halt komplett unter und es liegt nicht an meiner Leistung, weil die war Standard, so, die war jetzt nicht über gut, über schlecht, die war halt Standard und ja, ist halt, der Sound war halt verkackt, will jetzt auch keinen sagen, der oder der ist daran schuld,
ärgerlich und auf jeden Fall solltet in Zukunft nicht mehr vorkommen. So, das wäre auf jeden Fall scheiße. Wie bereitest du dich eigentlich für Battles vor? So, machst du so Generic Bars bei Virus, okay, aber wenn du deinen Gegner kennst, du kennst ihn ja 8 Wochen vor dem Battle, wisst ja, dass ihr gegeneinander battelt und so, recherchierst du viel, guckst du dir wirklich deinen Gegner an oder nimmst du nur ein paar Stichpunkte, so, die ihn wirklich ausmachen und gehst darauf ein? Sag einfach, wie generell du dich vorbereitest auf so ein BMCL-Battle. Dein erstes BMCL-Battle war ja gegen Gugu. Erzähl einfach mal. Ja, gegen Gugu war es so, halt, war ja 100.000 Mal, wurde es ja gesagt, dass kurze Vorbereitungszeit war, so, und das, man hat sich auf jeden Fall immer, man hat es perfektioniert von Battle zu Battle. Bei Jarambo wurde schon ein bisschen besser und ich würde sagen, das, wo ich am besten gemacht habe und mich am besten drauf vorbereitet habe und alles perfekt lief, war halt so Davy Jones. Und da war es halt, dass ich wirklich recherchiert habe, also. Ja, ich kann natürlich jetzt hier meine Taktik nicht verraten, weil ich werde ja noch mal ein paar BMTLs machen, denke ich. Aber ja, halt Recherche ist wichtig, vorher recherchieren so, dann dir ungefähr einen kleinen Schlachtplan aufstellen, was willst du machen, erste Runde, zweite Runde, dritte Runde. Und dann geht's um Lines sammeln und dann, ja. Position, nimmst du deine Parts so, hier hast du ein Part, hier hast du ein Part, hier hast du ein Part. Nee, ich schreib durch, ich schreib durch, ich schreib durch. Ich beginne, ich schreib, ich fange ersten Part an so. Ich puzzle partmäßig. Also wenn ich sage, ich mache jetzt im dritten Part einen Real Talk Part und ich habe gerade Bock auf Real Talk, dann schreibe ich den dritten Part jetzt. Aber ich mache Puzzle nicht. Manchmal gibt es so, dass ich dann vielleicht einen Reim, weil der mir gerade nicht einfällt oder nicht cool ist, dann lasse ich den aus und gehe eine Line weiter. Aber sonst so richtig Lines, Dinger zusammensetzen, so, nee, das mache ich nicht. Und zeigst du deine Parts auch vor den Battles deinen Freunden, damit du eine Resonanz hast, so, also so ein Feedback hast, kommt es gut an oder sagst du, ey, ich bin so überzeugt von mir, dass ich selber weiß, okay, das wird hauen, so? Ja, also ich bin sogar so schizophren, dass ich, nennt man das schizophren, wenn ich sogar Mädels bei mir habe, dass ich die Lines, ich druck das ja mal aus, das verstecke ich, Alter, weil ich denke mal, dass irgendwelche Spiel, ey, kein Spaß, es gibt Rapper, Alter, die nehmen Frauen, ich würde eine Frau... Bauern, weil ich würde die auf andere Rapper losschicken und dann würde ich denen sagen, hier, geht mal so und guckt mal, was der so macht, klau mal die Parts von dem und zeigt die mir vorher so. Und deswegen habe ich da mal Angst, dann schieße ich die weg und so, aber sonst, ja. Wie viele Weiber kommen so bei dir? Naja, nicht viele. Keiner spioniert mich aus, niemand. Sehr gut. Du hast diese Silikonvagina in deinen Battles schon mal rausgepackt, auch bei dem ersten Battle mit Hugo, und ich sehe sie auch in diversen Videos, die ist schon auf jeden Fall so... Wie bei UFO der Kopf da, bei UFO 361, ist die Vagina gehört zu dir, Alter. Woher hast du die? Hat die jemand rausgekramt? Hast du die extra bestellt oder war die wirklich schon im Sortiment drin und dann dachtest du dir, ey, die will mich mit, Alter. Orion Lichtenberg, ja, nee, die ist durchs Battle gegen Gugu entstanden. Heike, ist Heike übrigens. Heike. Kannst du mich beim Namen nennen? Auf dem Banner habe ich Heiko gelesen. Nee, ja, Heiko bin ich. Ich bin DJ Heiko. Du kennst die Story mit DJ Heiko nicht? Ich bin ja, also ich mache halt Hip-Hop ein bisschen so, aber ich bin auch nebenbei noch ein bisschen DJ, Dorf-DJ. Also ich habe auf dem, in Buko halt, da wo auch das Video Mücke, da war, habe ich auf den Rosentagen, das ist da sozusagen das große Dorffest, so ist auch relativ bekannt, Buko Rosentage, da habe ich halt im Zelt davor 300, 400 Leute so ein bisschen DJ gemacht, noch mit Fokuhila, DJ Heiko, und hab da halt so ein bisschen 90er Schlager so ein bisschen. Ich bin ja Schlager-Fan, übertrieben. Schlager? Absoluter Held ist natürlich Wolfgang Petri, aber es gibt viele Clowns und Helden, Andreas Martin, Matthias Reim. Ich feiere, also ich bin mit Schlager aufgewachsen halt, weil ich auf dem Dorf halt sozusagen groß wurde und deswegen Schlager ist mein Ding. Ich fahre auch auf Schlager. Finde ich gut? Vom Menschen her nicht cool, aber die Musik ist übertrieben, Alter. Helene Fischer ist mir schon wieder zu, nee, das, anfangs war es noch cool, aber jetzt hören es wieder zu viele. Wolfgang Petri hören auch viele, aber ist viel zu Mainstream und das gefällt mir so, weiß ich nicht. Andrea Berg kann ich auch mal hören, aber so Frauen, so Michelle finde ich zum Beispiel, kann ich mir immer geben, so. Aber halt auch viele Ostdinger wie Karat, City höre ich mir gerne an, ja, und... Mein absolutes Lieblingsding ist natürlich Clowns und Helden, ich liebe dich, aber das wissen meine treuen Fans natürlich, die kennen meine Lieblingslieder, die spiele ich ja immer in meinen Livestreams ab, dann mache ich immer eine kleine Playlist, so was ich am liebsten höre, und viele von mir, also die mich so feiern, die feiern auch echt Schlager, weil die dieses, weiß ich nicht, Schlager ist einfach eine geile Mucke, Alter. Inspirieren die Schlagerleute auch deine Mucke oder die Rhymes sind ja auch nicht so die krassesten Rhymes, aber achtest du dann auf Rhymes, was sie da machen, oder gibst du dir einfach die Musik? Nee, das ist wie bei Hip-Hop so. Das muss nicht. Ich bin eigentlich immer so einer, wenn ich selbst mache, dann habe ich so einen Anspruch und würde sagen, ey, unter einen Doppelreim ist uncool so.
Aber bei Schlager geht es ja eher um dieses Gefühl. Das ist ja auch bei vielen Rap-Dingern, die heutzutage sind, die haben ja nicht mal ein hohes technisches Niveau, aber da ist dieses Gefühl, kannst du es rüberbringen. Und ist wie bei Schlagersängern, wenn er mich abholen kann, dann holt er mich ab und dann ist egal, ob einsilbig oder nicht. Gibt es Doppelreime beim Schlager? Alter, ich habe noch nie auf die Reimtechnik so krass geachtet, Alter. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, nein. Modern Talking ist cool. Okay, wie findest du, wenn du Modern Talking feierst, wie findest du dann dieses Cover von K1? Scheiße. Warum? Ich find's scheiße, weil es scheiße ist, Alter. Weil wo ist die Idee? Was hat er anders gemacht, Alter? Ich kann doch nicht einfach ein Lied nehmen, Alter, einfach zwei Dinger, drei Dinger umschreiben und mich denn dafür feiern, Alter. Wo ist denn da die Idee von ihm? Er hat sich getraut, Alter, jetzt hör mal auf, Grupp Teckern hat sich auch getraut. Ja, gut, wenn es ums Klick, also wenn es die Leute bloß darum geht, um Klicks, Alter. Ja, es gibt für alles Leute, die es feiern, will auch nicht sagen, dass es gar nicht geht und totale Scheiße ist. Ich find's scheiße, ich feier's nicht und nur weil es Klicks hat, heißt es nicht, dass es gut ist oder dass ich es für gut empfinden muss und ich find's nicht gut. Würdest du dir vorstellen können, ein Feature zu machen mit einem Schlagersänger und dann mit welchem? Klar, also erstmal mein größter Traum natürlich wäre Wolfgang Petri, aber der ist ja ein bisschen raus. Welcher Musik auf jeden Fall mal zusammen gerne was machen würde, wäre Hardtech. Also so richtig harter Techno, so richtig dam, 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 dam. Geiler Typ. Wir haben über diese Silikonvagina nicht so viel gesprochen. Ich wollte nochmal wissen, gibt es da wirklich so ein Fable dafür oder ist es jetzt nur so ein Gimmick? Es ist nur ein Gimmick, also wenn, dann nehme ich schon eine echte Frau, die hat mir zu wenig Haare und also ist wirklich nur ein Gimmick, ist aber halt cool, weil die gehört halt zu mir, Heike gibt, ist halt, ich finde es halt cool, wenn Leute dann sozusagen jetzt in einem irgendein Video das nochmal sehen und sagen, ey, das ist Heike, kennt er die aus dem Google-Battle und zack, so ist so eine Wiedererkennungssache, so ist, gibt einige Sachen, die, kleine Sachen, die ich manchmal in den Videos verstecke. Oder manche Sachen, die ich sage, die Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind und das von Tag 1 feiern, die dann ganz genau wissen, was damit gemeint ist. Wie zum Beispiel Aschetoast ist auch so ein Insider, den kennen Leute, die wirklich, naja, das gibt so einen verrückten Typen bei mir im Stream. Ich habe ja damals immer ein bisschen, manchmal Stream gemacht, wenn ich Abendbrot gegessen habe oder so einfach. Und dann sollte ich immer irgendwelche kranken Sachen machen. Und dann wollten die unbedingt, dass ich immer einen Aschetoast esse. Das ist halt ein Toast, also du machst den Toast und machst dann halt Asche rauf. Also so Zigarettenasche und dann frisst du das. Ja, und ich soll es machen, ich hab's aber nicht gemacht. Ich steck mein Drecksrohr in die Scheide von Sexy Coras Leiche. An Kontroverse, auf welche Stufe stellst du diese Line so von 1 bis 10? Boah, ist ja einfach nur eine Tote ficken, so. Das geht auf jeden Fall klar. Also ist Kind, also wenn man tote Baby fickt, ist schon immer eine Stufe höher, aber so eine tote normale Frau, so Pornodarstellerin, pff, ja, auf nur 1 bis 10, so. Also laut meiner Dings, ich denk mal so 6, 7. Also geht noch definitiv noch härter, ja. Was ist denn noch eine härtere Line? Wo du selber sagst, oh, da habe ich wirklich über die Stränge geschlagen, ist auch bei mir manchmal so, ich gucke mir noch alte Battles an und denke mir, krass, was habe ich denn da gesagt? Und denke mir so, oh, das ging wirklich schon vielleicht zu weit so. Aber was ist vielleicht so, du sagst ja auch diese Babylines, man kennt ja auch Finch asozial für diese Babylines aus der Tiefkühltruhe, holst du die... Das sind so die Lines, so. Sag mal einfach. Nochmal zu diesem Baby-Ding, Alter. Auch wenn es mir ein paar Mal so rausrutscht, sag ich mal, soll das nicht der Hauptpunkt sein. Ich habe diese ganzen Baby-Sachen und so im Endeffekt alle beim Jarambo-Battle gesagt. Und bei Jarambo-Battle, ich habe schon 200.000 Mal gesagt, ich sage es aber auch gerne noch 400.000 Mal, beim Jarambo-Battle mit mir, da war einfach nur klar, dass wir einfach das asozialste und dreckigste Battle machen wollen, was es je gab. Wir wollen einfach ekelhaft sein. Ob es die Leute feiern oder nicht, wir wissen, nicht direkt vereinbart, wir haben nie miteinander geredet, wir wussten aber beide, dass wir es machen. Ich wusste, dass Jarambo es macht und er wusste, dass ich es mache. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir einfach dreckig. Und es gibt so viele Leute, die sich darüber aufregen und die sagen, Alter, das geht gar nicht. Und genau das wollten wir erreichen in diesem einen Battle, Alter. Da ging es nicht um Technik oder das, es geht einfach nur darum, wer ist ekelhafter. So. Und weil ich feiere Jarambo echt für seine Art so und das auf jeden Fall das Ziel. Ja, was war die krankeste? Es gab damals ein paar Lines, wo ich angefangen habe, wo ich ja heute noch von vielen gefeiert werde für, aber wo über viele mich noch haten, weil diese ganze Gebetsteppich-Sache, dann war diese ganze, diese Mekka-Sache und so. Da wo, das war die Sache, da hatte ich halt noch nicht diesen Boom. Wenn ich heute sowas bringen würde, würden sie wissen, Alter, ja, wir kennen Finch, wir wissen, wie es gemeint ist. Damals kannten die mich nicht und wussten nicht, wie es gemeint ist. Und das war vielleicht nicht gerade, natürlich war es im Endeffekt richtig, weil sonst da auf einmal waren alle Augen auf mich, alle haben gesagt, oh, wer ist das, Alter, der hat das gebracht. Sorry, weil ich
Handyline noch von Nestor hat sie mal gebracht, weißt du? Mit Mekka? Nein, beim Gebetsteppichlein. Nestor hat die gebracht und die wurde von... Ja gut, also... Die wurde auch gepiept. Okay. Weil das zu hart ging, Alter. Ja, es ging irgendwie, was du bringst, ist ein ekliger Rap und ich knalle deine Mama auf dem Gebetsteppich weg, ja, oder genau sowas. Genau so hast du dem Nestor fast gesagt. Ja, willst du mir jetzt das Beiden unterstellen, nein, Alter? Nein. Du kannst es also, nicht, ich 2011. Es ist, ja, hast es... Hast du Drogen bekommen? Drogen habe ich leider nicht bekommen. Ich habe, ja, es gab richtig krasse Sachen. Es gab auch Leute, die haben in eine Fresse bekommen, weil die Leute dachten, dass ich das bin. Es gab Leute, die, Rapper Mittwoch wurde auch, also wenn ich das jetzt so offiziell sagen darf, wurde auch von vielen Leuten angequatscht und gesagt, ey, wenn so eine Leute weiterhin auftreten, dann gibt es hier ein bisschen Ärger und so bei euch. Wirklich? Und ja, aber es gab, Chian musste auch auf jeden Fall viel dafür mich klären, haben ein paar Leute zu ihnen angekommen, haben gesagt, ey, was ist Finch für ein Typ und so. Es war vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt und aber irgendwie war es auch wieder der richtige Zeitpunkt, weil sonst wäre es vielleicht nicht so, wie es jetzt ist. Und nein, ich bereue keine Line, Alter. Es gibt keine, weil ich habe ja immer noch, wenn ich eine Line gebracht habe und die mir nicht gefällt, es gibt Sachen, die ich gebracht habe, wo ich irgendwelche Leute gedisst habe oder so, wo ich einfach besoffen war und mir gedacht habe, ey, komm, nimm das raus, Alter, hat keinen Sinn, ist einfach Quatsch, so, warum sollen die sich abfacken? Da, dann sage ich auch, ey, nimm raus, ich hätte sagen können zu Jonny oder so oder nicht unterschreiben, ey, geht nicht so, mach raus, aber habe ich ja nicht. Wo du das ansprichst, da habe ich ein Battle gesehen bei Ist So Ne Rap mit Triple Beat und MC Goyner. Da gucke ich mir das Battle an und auf einmal wird eine ganze Line gepiept von dir. Was war da los? Meinst du so eine Lines, wo du dann im Nachhinein sagst, so will ich nicht? Jo. Ja, das war zum Beispiel so ein Ding. Das war halt Ist doch nur Rap, wie ich gesagt habe, dass ich da ja halt dann auch ein bisschen trinke so. Und dann Freestyle und der rutscht mal raus und es war halt ein Front gegen einen Fußballverein so und das ist halt Quatsch, so irgendwie ein komplettes Kollektiv damit reinzuziehen. Hab ja auch nicht irgendjemanden gedisst, wenn ich sage, du bist scheiße, weil du der und der Fan bist, so, dann ist es was anderes, aber wenn ich einfach sage, die alle sind scheiße, so, dann ist Kacke. Es ging halt gegen einen Fußballverein da aus der Nähe so und dann dachte ich mir, Alter, so Kumpels von mir sind auch Fans von denen und das, so, pff, scheiß drauf, brauchst du nicht bringen. Und dann habe ich gesagt, piept es und ja, und da denken ja Leute, oh, warum wird das gepiept, warum wird das gepiept? Aber jetzt irgendwie bei hiphop.de wird ja jetzt auch irgendwas gepiept, ja, habe ich ja, gesehen. Ja, ja, und deshalb, also, piepen ist die Zukunft. YouTube schaltet auch keine Werbung mehr bei Tracks, wo geschimpft wird, wo einfach vulgäre Sprache verwendet wird. Was hältst du davon? Ja, dann bin ich auf jeden Fall tot, kann man so sagen. Ja, YouTube ist glaube ich, so ein bisschen weg, so mit Geld auch, was du da verdienen kannst auf YouTube. Ich denke mal, das Neue, was im Kommen ist, was auch viele schon sehr lange vorher verstanden haben, zum Beispiel Google damals hat verstanden, dass halt Facebook, Alter, Facebook ist das Ding. Der hat ja damals sein Schlampending da rausgebracht, dieses Schlampenvideo, und der hat ja damals so krass an Likes gewonnen und so, und du kannst, glaube ich weiß nicht, ob du schon durch Facebook Videos Geld verdienst kannst, auf jeden Fall, aber Facebook hat YouTube mit Videos schon ein bisschen abgelöst und da gibt es viele Leute, die das schon verstanden haben und ja, man sollte vielleicht seine Videos auch außer auf YouTube vielleicht auch noch auf Facebook hochladen. Wär. Ich glaube, das ist marketingmäßig auf jeden Fall auch eine Alternative. Mit Google ist alles gut wieder, weil ihr hattet ja Stress und so. War da wirklich ein heftiger Streit? Weil er meint auch in der Ansage zum Battle, dass er dich überhaupt nicht mag und so. Habt ihr das geklärt? Ja, ne, dass wir uns nicht mögen, also das war jetzt vom Battle-Rap-Charakter uns nicht mögen, ist ja auch okay und ist auch völlig legitim. Aber dass wir uns jetzt richtig mal beeft haben oder was manche Leute sagen, dass ich von Google seinen Leuten für Fresse gekriegt habe, ist totaler Quatsch. Google war immer mit einem Kollegen da, mit dem halt gequatscht so und da war alles cool, das hatten wir gleich geklärt. Die Leute, die dann immer da Stunk gemacht haben wegen der Meckerlein und so ein Zeug, das waren Leute, mit denen Google niemals zu tun hatte. Und ja, na klar, aber jo, das ist ja auch, da battle ich ja auch gegen ihn und wenn jetzt gegen dich Polen-Lines gebracht werden, ist ja auch kein Unterschied so. Also, ob wir beide battlen? Ich weiß nicht, wenig noch battle. Ja, aber was ist denn da das? Es gibt so drei Leute, auf die ich Bock habe. Einer, der wird wahrscheinlich nicht mehr battlen. Einen, den werde ich nochmal battlen auf jeden Fall. Auf und dann. Ja, na, ich, ey, auf jeden Fall kann ich's verraten, Alter. Ich würde auf jeden Fall richtig gerne Z battlen. Warum? Ist das Moabiter? Ich weiß, ja, er kann ein guter Junge sein, aber ich würde gerne Z battlen, weil, so wie ich's wahrgenommen habe, waren die Leute, die damals mich gehatet haben und die immer zwischengerufen haben und so, das waren seine Jungs. So. Also und es kam aus diesem ganzen Lager, kam die Sache, was mit ihm ist, ist egal, aber ich will ihn. Ich will ihn einfach, das war auch so das Ding, er kam hin, hat sein Battle gemacht gegen Davy Jones. Starker Gegner, Digga.
Ja, aber soll ich jetzt ehrlich sein, Alter? Er hat gegen Davy Jones, was hat er groß gegen Davy Jones gemacht, außer Fußball-Alliance? Er hat Fußball-Alliance gebracht, so. Er hat sein Ding, er hat seinen Hype gehabt, ist auch cool, was er gemacht hat, aber er hat nie einen richtigen Gegner gehabt, der richtig auf ihn eingegangen ist, Alter. Und er ist danach abgehauen, Alter. Er ist danach, er battelt nicht mehr. Ich würde ihn gerne battlen, also wenn du es hörst, wenn du Bock auf ein Battle hast, sofort, Alter. Ich würde alles stehen und liegen lassen. Das wäre der Einzige, wo ich sagen würde, dass ich alles stehen und liegen lassen würde und ihn sofort battlen würde, in der Stadt seiner Wahl, ist mir scheißegal. Er kommt aus Berlin. Und ja, in der Stadt seiner Wahl. Er kann ja sein, er will Köln battlen oder er will da battlen. Nicht mehr so oft, ja. Aber Z wäre der, wo ich auf jeden Fall sofort würde. Das ist eine Ansage, auf jeden Fall. Bist du vielleicht auch heiß auf andere Battle-MCs? Vielleicht den Titelträger der jetzigen Rapper-Mittwochliga, Mighty oder Nedal Nip? Was ist mit Diltili? Würdest du da battlen wollen? Sag mal ein bisschen. Ja, also heiß auf Mighty, denk mal, ja, er hat den Titel, aber mein Ziel ist es ja nicht, der beste Battle-Rapper Deutschlands zu werden oder die Nummer 1 im Battle-Rap-Game zu werden. Mein Ziel ist einfach nur, das zu machen, was ich machen will. Darauf habe ich weiterhin Bock und auch diese, ich mache ja immer diese Representer-Line, oder wie nennt man das, wenn man sich selber eher feiert, Alter, so, ja. Und das ist ja beim Battle-Rap, brauchst du ja eher Gegnerbezug und deshalb habe ich diese Battles, wo du einfach nur kritisch auf den Gegner meine Arbeit, das ist jetzt nicht das Ding, wo ich sage, das will ich mein Leben lang machen, ich will lieber Tracks machen, so die Leute, Mighty wäre natürlich irgendwann eine Option, klar, waren ja auch Frauenfeld miteinander, er ist auch cooler Typ, so hätte ich auch auf jeden Fall Bock, ihn irgendwann mal zu battlen, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss dich dieses Jahr oder nächstes Jahr battlen, Alter, wenn es irgendwann passiert, dann passiert's. Diltili? Es gibt noch, Diltili, es bringt mir nichts, so, was bringt es mir bei Diltili zu battlen, um jetzt ein, zwei Dullis zu zeigen, yo, Alter, finde ich, kann ja nur bei Rap am Mittwoch, Alter, ihr Idioten, Alter, die erzählen mir alle Rap am Mittwoch, für mich, natürlich sagen sie alle, Finch ist der Rap am Mittwoch Verfechter. Natürlich würde ich meinen Vater nie in die Suppe spucken, Alter. Ich würde niemals sagen, Rap am Mittwoch ist schlechter als Diltili. Die würde ich niemals sagen. Ich bin einfach nur der Meinung, jemand, der auf einer großen Bühne vor 900 Leuten über alle steht und über alle rüber guckt und der da bestehen kann, der kann definitiv in so einem Kreis vor 600 Leuten bestehen, Alter. Und was habe ich davon, wenn ich da mir ein Battle, ich kann nur verlieren, wenn ich zu Diltili gehe. Ich gehe da hin, ich werde einfach nur 3 Runden lang gefickt, weil ich einfach nur der kleine Rapper-Mittwoch-Boy bin, der immer gegen Diltili schießt, bla 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 und da werden alle gefeiert, Rapper-Mittwoch ist scheiße, Rapper-Mittwoch, Bitchcock, Hip-Hop, alle rasten aus. Ja, so ist es, so ist das Ding. Und es gibt halt auch so, mir gefällt das Format nicht, ist nichts für mich, so weiß ich nicht. Das, auch wenn Rap am Mittwoch gerade vielleicht nicht die besten Zeiten hat und die Leute gerade ein bisschen sagen, ja, Diltili hat Rap am Mittwoch immer abgeholt, Alter. Es gibt so viele Gründe, weshalb es nicht so ist, Alter. Also würdest du bei Diltili nicht battlen. Gibt es einen MC aus dieser Diltili-Reihe, den du feierst, wo du sagst, okay, der ist der Einzige oder da gibt es 2, 3 Jungs, die battlen können? Es gibt keinen MC, den ich bei Diltili battlen müsste, weil er nur bei Diltili geht. Also wenn ich einen Brian Damage will, dann kann ich ihn auch bei Rapper Mittwoch battlen. Wenn ich einen, weiß nicht, wer jetzt da... Ich weiß nicht, ob sie eine wollen, aber es gibt halt keinen, ich so feier, alle sagen dann hier, Chris Kotzen nimmt den oder so, die sind mir alle... Nisch gegen die können ihr Ding haben, ist auch vielleicht cool, was sie machen, aber die sind uninteressant für mich als Gegner. Also ich muss den Gegner interessant finden, der muss irgendwas haben. Das heißt nicht, dass er irgendwie krass ist und gerade der gefeiertste ist, der muss einfach irgendwas haben, was mich ärgert oder wo ich sage, Alter, dich will ich battlen. Und ist derzeit nicht die Sache so, auch wenn einer natürlich eine Ansage macht und es auch, sollte nicht irgend so ein kleiner Dulli sein, Alter, der sich einfach nur hochziehen will, wenn irgendjemand eine Ansage macht und natürlich will, Alter, ich bin kein Typ, der sagt, nee, Alter, auf keinen Fall, ich habe nein gesagt, wenn irgendjemand Bock hat und richtig Bock hat, da gibt zwar so ein, zwei, kann man offiziell sagen, dass es ein Hurensohn ist, ja, kann man offiziell sagen, Alter, es gibt diesen Cem Tunç, ich hoffe, dass er das sieht, Alter. Cem Tunç ist egal, der hat mal so ein bisschen ist vielleicht auch die richtige Zeit, jetzt mal ein bisschen anzusagen. Der hat jetzt ein bisschen angefangen zu battlen, der hat vorher diese Memes oder wie die heißen, diese Bilder mit diesen Sprüchen gemacht. Und das ist halt so ein Dulli, weißt du, der ist immer im Internet aktiv und hat im Internet immer eine große Fresse, Alter. Das ist immer ein Typ, der schreibt unter jedem Battle von mir runter, dass es scheiße ist. Egal, auch wenn es gut wäre, er würde immer noch runterschreiben, dass es scheiße ist. Und er schreibt dann immer so Sachen, die einfach nicht cool sind, die man nicht machen kann, weil er sie in echt nicht machen würde. Ich würde vor ihm stehen, ich sag ihm ins Gesicht, dass er ein Hurensohn ist, weil ich vom Typ her...
Aber er ist ein richtiger Hartmut für mich. Aber die Sache ist, er schreibt Sachen, ey, weißt du was, er schreibt so, und du rothaariger Bastard, dieser rothaarige Wichser, zerstör ihn, Davy und so. Das ging vor dem Davy-Battle. Selbst nachdem ich hab Davy zerstört, kann man nicht sagen. Also, Props an Davy, auf jeden Fall. Davy ist ein sehr guter MC, finde ich. Manchmal hat er seine Verhassblau und so. Wenn er das noch wegkaschieren könnte, dann, also wegmachen könnte, dann wäre er übergut. Er hat auch eine gute Leistung in anderen Battles gebracht. Da hat er jetzt so letztens auf diesem Beat-Battle mit Diltily, hat er wirklich gut zerlegt. Aber man muss zugeben, kein Disrespect an ihn, du hast ihn zerlegt. Und für mich war das auch das stärkste Battle, für mich war das stärkste Battle von dir. Weil man muss auch abseits dessen sagen, von diesem Battle, also generell in deinen Battles, ich mag das, dass du rappst. Die anderen erzählen manchmal rum, ja Rambo, Marambo, keine Ahnung, Alter. Die rappen nicht, die sagen irgendwelche Lines, Internetwitze, man weiß, dass er Internetwitze benutzt, kann er auch wissen, jetzt hören, Alter, der benutzt Internetwitze, aber der rappt ja auch nicht, wären wenigstens Schemes drin, dann wäre das geil so, aber bei dir feiere ich, du rappst, Digga, du machst tak, 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 weißt du, die machen reden und reden und reden und dann machen die den Rhyme auf den Rhyme, der schon vor 20 Sekunden war, so, weißt du, deshalb, ich feiere deinen Battles, die feiere ich, weil du rappst. Und dann so ein Chris Kotzen, Alter, der rappt nicht, Digga, ich feiere das nicht. Er, natürlich, seine Delivery macht es aus und er hat schon was, er hat einen geilen Charakter, aber er rappt nicht so. Und das, ich finde immer, es ist noch immer Rap, deshalb Rapper Mittwoch, Diltily, don't let the label you, wow, Alter. Aber rapp doch mal, Jungs, Alter. Ich weiß nicht, wie dieser Typ ist, den du jetzt da beleidigst, sag ich mal. Rappt der Typ auch gut, irgendwas hat er drauf oder erzählt er auch nur? Das sind ja viele Erzähler bei Diltily, die rappen ja nicht alle. Der hatte ein Battle. Er hatte jetzt ein Battle, das ist so ein Typ, der ist einfach nur da. Das war der Typ, der immer in den Battles bei Diltily einfach daneben steht. Der mit diesem Oberlippenbart und diesen überdicken Augenbrauen und fast keine Haare auf dem Kopf. Der sieht so ein bisschen aus, als hätte er Down-Syndrom, wäre krebskrank. Es ist jetzt kein Front, aber wirklich, du brauchst das nicht rausschneiden. Es ist einfach so. Das Problem ist, der Junge hat einfach eine große Fresse und ich weiß ganz genau, wenn er vor mir stehen würde, würde er nicht so eine große Fresse haben, weil ich das merke. Ich merke das so. Ist er jünger? Ich weiß nicht, ist mir egal, wie alt er ist. Er kann 150 sein. Ey, junge Menschen machen manchmal. Er ist einfach, er denkt halt, dass dieses Internet ist halt ein sehr großer Schutzding für ihn. Und wenn ich jemanden im Internet beleidige, so richtig krass, ich habe ihn jetzt hier beleidigt, aber ich bin ein Typ, ich mach's auch vor ihn, Alter. Und das mache ich auch nur, weil es mir schon seit über einem Jahr so krass auf den Sack geht und ich ihn nicht erreiche, weil er irgendwo im Pott da lebt. Und ich nicht zu Diltily hingehe, um ihn dazu, ich weiß nicht, irgendwo im Pott, Ruhrpotter. Und ich gehe nicht zu Diltily nur, um ihn da dumm anmachen zu können und dann prühle ich mich da vielleicht noch mit ihm, so, ist nicht cool. Aber er soll einfach wissen, dass er mit solchen Sachen vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, weil man sieht sich irgendwann in meinem Leben. Und es gibt Leute, die lassen sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne. Nicht schlecht, Alter. Also, Diltily, schönen Gruß an euch hier. Jo, und ja, was auch ein Ding ist, so, auf jeden Fall, Rapper Mittwoch, weil es denen gerade nicht gut geht, warum soll ich dann das sinkende Boot verlassen, Alter? Warum soll ich, wenn Rapper Mittwoch gerade wirklich nicht cool ist und vielleicht nicht coole Rapper da sind und die Leute alle haten im Internet, warum soll ich jetzt abhauen, Alter? Warum soll ich jetzt zu einer anderen Schlampe, wenn meine Freundin fett wird, Alter, dann verlasse ich sie doch nicht, Alter. Meine Freundin fett wird, dann gehe ich mit ihr ins Fitnessstudio, mach mit ihr Sport, weil dann habe ich meine Freundin, weil meine Freundin hat auch zu mir gestanden, wo Scheißzeiten da waren. Und so ist es einfach. Es ist so. Und deshalb würde ich nicht zu Diltily gehen, weil ich einfach auch weiß, was für Reibereien zwischen den Labels sind. Es ist einfach so, da können die Leute von den Labels sagen, nee, ist nicht so. Die schießen gegen uns, Alter. Die schießen die ganze Zeit gegen uns und jetzt wird einfach mal zurückgeschossen. Es ist einfach mal so, dass es ein Format ist, was mich nicht interessiert, weil es kann nicht sein, dass das Format, das komplette Format dafür steht, dass Drogen cool sind. Ich bin ein Künstler. Wenn ich als Künstler sage, ich ziehe mir jetzt eine Keterlein und gehe auf die Straße und schlage jemanden zusammen, ich bin Künstler. Das kommt über den Kunstaspekt. Aber hast du Jonny schon mal vor der Kamera hören, dass Kiffen cool ist oder dass Speed cool ist oder irgendwelche Scheiße? Sowas gibt's nicht, Alter. Aber die verticken ihre T-Shirts offiziell, die heißen hier, lass mal lieber einen kiffen, Alter. So eine Sachen, weißt du? Kiffen ist cool, da wird der Host von der Show, Alter, kein Front, Alter, wirklich, Chief, wenn du das hörst, alles cool, aber es kann einfach nicht sein, dass, du weißt ganz genau, es gucken sich 12, 13-jährige Kinder an, Alter, und es kann nicht sein, dass der Chief, der Schiedsrichter sozusagen, der unparteiisch sein muss, dass der vor der Kamera sich einen nach dem anderen durchzieht, Alter, und das ist einfach eine Scheißsache, wofür das steht, und ich weiß, dass das 12, 13-jährige Kinder sich angucken, Alter, im Internet, ich bin Künstler, da können immer noch die Eltern sagen, yo,
guck dir nicht Finch an, Alter, aber guck dir Rap am Mittwoch an. Aber dann könntest du dir gar nicht mehr Rap am Mittwoch angucken, weil dauerhaft diese Haze-Wolke über diese ganzen Labels stehen würde. Und so ist es einfach bei Diltily. Und das ist für mich nichts, Alter. Das ist einfach für mich nichts. Ich kann da nicht, nee, das, und ich würde, wie gesagt, meinem Vater nie in die Suppe spucken, Alter. Und auch, wenn ich keine Klicks mehr generiere und nichts mehr mache und alle Leute mich hassen und uninteressant bin, ist mir scheißegal. Aber ich würde niemals mein Team oder mein Verein oder wie man es auch nennen will, würde ich niemals verraten und Rapper Mittwoch in die Suppe spucken, Alter. Steh dazu. Also findest du aus diesem Aspekt Diltily schlecht oder gibt es noch andere Gründe? Ich will jetzt nicht so rumreiten auf diesen Diltily-Shit. Ja, der einzige ist auf jeden Fall der schwerwiegendste Grund mit dieser ganzen Kiff-Sache, die ich nicht cool finde. Auch wenn sie sagen, jetzt sagen wieder andere, ja, Kiffen findet er nicht cool, aber wenn sie davon Speed reden würden, nein, das wäre genauso scheiße, Alter. Ich bin ein Künstler, ich bin eine Kunstfigur, das ist immer noch was anderes. Aber auch dieses ganze Gefronte, Alter, diese hinterlistigen Aktionen, die hier, die da, dies, das passieren, Alter, das wissen vielleicht die Leute im Internet nicht, Alter, aber Leute, die so ein bisschen tiefer in der Sache drin sind, die wissen, was passiert ist. Und dass viele Leute vorne rum eine große Fresse haben, aber wenn es drauf ankommt, rennen sie weg, Alter. Da gibt's Leute, die haben im Internet über einen guten Jungen von Rapper Mittwoch so hergelästert, Alter, bis irgendwann mal was passieren muss, Alter. Und so ist es einfach. Ich weiß, Leute, die drinnen sind, die wissen einfach, was passiert ist. Und es war klar, dass das passieren wird, weil er einer ist, der sich sowas nicht gefallen lässt, weil er einer von der Straße ist. Und da müssen die Leute, die leben in ihrer Rap-Film-Sache und die müssen mal sehen, dass manche Sachen über den Rap-Film rausgehen. Und das sehen die nicht, Alter. Und das ist scheiße, das ist richtig scheiße. Und solange das bei dieser ganzen Sache, ich will mit den Leuten auch keinen Kontakt und die können mich auch alle hassen, ist mir scheißegal, Alter. Ich weiß, ich habe meine Leute auf meiner Seite, die mich feiern und die werden mich auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch feiern. Und wenn es 3, 4 sind und wenn es nur meine Kumpels sind, das ist mir scheißegal. Aber nochmal, um das Ding abzuschließen, ich würde nicht sagen, dass ich Rapper Diltily hasse, aber ich kann mit diesem ganzen Konzept nicht arbeiten. Ich kann damit, ich will damit nicht. Ich will nicht zu Diltily, auch ob die mich jetzt wollen oder nicht, ist jetzt dahergestellt so. Aber ich habe da keinen Bock drauf, Alter. Manche Leute, die sagen, Diltily ist besser geworden als Rapper Mittwoch, sollten sich vielleicht nochmal einige Sachen durch den Kopf gehen lassen und das wirklich mal ein bisschen Revue passieren, abgesehen davon, ob sie mich nun ob sie mich nun feiern oder nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich feiere nicht Finch und deshalb ist seine Meinung scheiße. Ne, kannst du nicht sagen, Alter. Jetzt sehe mich mal nicht als Finch, jetzt sehe mich mal als so ein unfreigespielter Charakter von FIFA, Alter, so ein schwarzes, einfach nur so eine Silhouette, weißt du? Und hör dir das einfach mal an und lass dir das mal auf der Zunge zergehen und dann denk nochmal drüber nach, Alter. Statements, Bruder, Statements. Kommen wir mal zurück wieder zum anderen Thema. Maurerlehre, Klempner, Fliesenleger, Gerüchte, Image. Oder gab es da mal wirklich einen Job, dass du so einen Job gehabt hast oder wirklich eine Lehre angefangen hast? Also Maurer nicht, Fliesenleger auch nicht, aber ich habe auf dem Bau gelernt, also beziehungsweise auf dem Bau gearbeitet, gelernt nicht. Habe Handwerk gelernt, studiere jetzt halt auch im handwerklichen Bereich, also in der Elektrotechnik. Und ja, ich stehe, wie gesagt, ja, deshalb erwähne ich Maurer, Fliesenleger, meinetwegen auch Dachdecker. Es kommt ja alles noch hier, dies, das. Ich halt fürs Handwerk stehe, ist Handwerk interessant, finde ich, ist ein Ding, was viel zu wenig represented wird so ein bisschen, ist genau mein Ding. Und das, ja, viele Kumpels auch, ich habe Tapezierer, ne, gibt es Tapezierer als Job, Maler, Lackierer oder nur Maler, Kabel, Gaswasserscheiße, Kumpels, alles so. Man ist damit halt aufgewachsen. Mein Vater auch Gaswasserscheiße gemacht und man ist damit aufgewachsen und mit dem ganzen handwerklichen Ding und ich finde es halt ein geiles Ding auf jeden Fall. Als du noch deinen Vukuhila-Look hattest und so, Wolfgang Petri-Style und so, waren es irgendwie welche Nachteile für dich, so Vorurteile, als du so in den Raum gekommen bist, vielleicht auf einen Job in der Uni oder sonstiges, haben die dich schon schief angeguckt? Gab es Vorurteile oder so? Hast du damit zu kämpfen gehabt? Ist es dir scheißegal? Ja, mit dem Fukuhila soll erstmal gleich gesagt sein, dass keines irgendwie eine Verkleidung ist oder so. Alter, nur weil ich jetzt hier privat nicht mit einem Fukuhila und einer Trainingshose rumlaufe, heißt es nicht, dass ich mich dann immer verkleide. Ich trage mal auch mal eine Jeans, aber mein Fischerhut trage ich trotzdem, Alter. Ich habe einen Oberlippenbart trotzdem und für alle Leute, der Fukuhila kommt, Alter, er kommt auch wieder, weil ich habe einfach gemerkt, ich habe mir damals abgeschnitten, es ging halt, war halt so eine Sache, so eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, Alter, weil ich war der Meinung, dass viele Leute mich nur gefeiert haben wegen dem Aussehen. Die haben so ein bisschen gesagt, yo, der sieht komisch aus, das hören wir uns mal an, aber der Rap ist nicht interessant. Ich wollte, dass sie sich wirklich mal nur auf den Rap spezialisieren so und ich habe einfach ohne Mist, Fukuhila ist ein Lifestyle, Alter. Wenn du erstmal einen hast und wenn du ihn dann abmachst, dann merkst du wirklich, was dir fehlt, Alter.
Es ist wirklich ein Lifestyle. Fokuhila ist ein Lifestyle. Wenn du den trägst, Alter, wenn du dir hinten die Locken kämmst, Alter, wenn du damit rumläufst, Alter, es ist einfach, es ist die geilste, es ist die geilste Frisur, die es gibt. Es ist einfach die geilste Frisur. Und ich freue mich auch wieder richtig drauf. Nächsten Jahr Sommer wird er wahrscheinlich, also ich lasse jetzt einfach durchwachsen so und dann freue ich mich auf jeden Fall wieder auf meine Frise, weil der steht einfach zu mir, der passt doch zu mir, hab mich auch ein bisschen vor ein paar Girls hinreißen lassen, die unbedingt dann, ja, ich bumm's mit dir, aber nur wenn du ihn abschneidest, ja, im Endeffekt. Es gibt Weiber, die stehen auf dieses Daddy-Ding, Alter, kennst du so, Daddy, oh, Daddy, gib's mir, ja, und die wollen halt Fokuhila, weil der erinnert sie an ihren Vater, oder ich weiß nicht, ist krank, ja, jetzt, ey, du weißt was. Weißt du was, nicht an ihren Vater direkt, aber an dieses, es gibt Mädels, die wollen diesen Sugar Daddy oder diesen, mach mir den alten, Alter. Und dann, mit Fokuhila war das natürlich cool, mit dem Oberlippenbart ist immer noch cool, so, weißt du. Wie gesagt, Leute, die einen Fokuhila haben, Grüße auch nochmal an Mullet Mike, Alter, und an Fokuhila Volker. Leute, die Fokuhila haben, die wissen wirklich, was das ist. Es ist nicht nur eine Frisur, es ist eine Lebenseinstellung. Man wird von den Leuten anders wahrgenommen. Und Leute achten endlich mal auf die Menschlichkeit, weil man ja nicht mehr aussieht wie Styler Meiler und rumläuft und die Leute da beeindrucken muss. Man ist wirklich einfach, man ist auch ein Charakterfrisur, Alter. Du kannst einen Fokuhila tragen oder du kannst einen Fokuhila haben. So, weißt du, wie ich meine? Irgendwie, du kannst dir einen schneiden lassen, aber der passt nicht unbedingt zu dir. Muss ich ehrlich sagen. Der passt, Alter. Der passt wirklich, Alter. Du bist ja schon ganz groß. Wenn man dich so begrüßt, dann sieht man erst, wie groß du bist. Weil in den Battles sieht man es auch. Ja, du bist schon Boom, Alter. Aber ich habe auch schon gehört und mir auch selber gedacht, dass du Ähnlichkeiten zu Bones MC hast. Auch, ich habe es auch gehört, dass sie dich vergleichen damit. Da gibt es auch irgendwelche Bilder im Internet, hast du erzählt, glaube ich. Ist es so? Wie, was denkst du davon? Ja, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall. Also rap-technisch, glaube ich, haben wir nicht so viel miteinander zu tun. Aber Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da, habe ich mich damals, da gab es immer ein Foto von Bones irgendwie, wie er da steht und dann wurde er so ein bisschen geheim von der Seite fotografiert und es sah wirklich 1A aus wie ich, wenn ich mal wieder eine Zeit habe, wo ich ein bisschen mehr trinke und mal wieder aufgeschwemmtes Gesicht bekomme, dann ähneln wir uns schon ein bisschen mehr, weil der hat ja ein paar Kilos mehr drauf so und ja, die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall da, aber ist doch gut, also es gibt bestimmt schlechtere Rapper, mit denen man, also wenn ich jetzt aussehen würde wie einer von Group Tekkern oder so, das würde ich jetzt nicht so cool finden oder ich weiß nicht. Also ist schon ein lustiges Ding auf jeden Fall. Ich habe gelesen, er ist 1,98 groß. Wie groß bist du? 1 auf dem Ausweis, 1,97 oder so. Also ja, passt auf jeden Fall, ja. 1,87, Straßenmann. Feierst du die? Hörst du die auch neben dem Schlager? Was hältst du von denen? Feier ich dafür, dass die einfach das sind, was sie sagen, Alter. Ich habe ja so ein bisschen auf dem Frauenfeld, waren die ja auch da und da wir waren wir ja ein bisschen hinten Backstage-mäßig, hatten wir ja da Pässe gehabt und konnten da ein bisschen sitzen, das war ganz cool. Und man hat einfach gemerkt, dass die nichts spielen, was sie sind. Also die spielen nicht den Leuten irgendwas vor, die sind einfach so, wie sie sind, Alter. Und dafür haben sie auf den fettesten Respekt verdient, so. Ob die Mucke nun cool ist, manche Sachen feiere ich, manche höre ich mir an, manche höre ich eher nicht. Diese ganze Palm aus Plastik-Sache war halt was Neues, übertrieben gefeiert und ich feiere sie halt dafür, dass sie echt sind. Das ist genau wie bei Kapital zum Beispiel. Ich würde jetzt niemals sagen, dass Kapital die Mucke ist, die ich auf extrem feier, aber man merkt einfach, er ist das, was er ausschreit. Er ist einfach echt und das ist mir immer sehr wichtig und das finde ich einfach cool und deshalb feiere ich sie dann auf irgendeine Art und Weise schon, ja. Also Fußballthema. Unioner. Bist du jedes Spiel dabei? Auswärtsspiele? Was denkst du, kommt in die erste Liga? Was würdest du davon überhaupt halten? Weil ich weiß, manchmal ist man dagegen, dass man in die erste Liga kommt. Erzähl mal einfach ein bisschen, seit wann bist du Fan? Was hältst du von Hertha? Einfach Union. Ja, also wie viele Spiele ich fahre. Also letzte Saison war es halt so, dass ich glaube, waren es 27 oder 28 Spiele von 34. Hast du alle mitgenommen? Naja, alle nicht, wir waren ja 34, aber war halt schon, dieses Jahr ist es auch mein Ziel, dass ich an eine 30 rankomme so, also ich versuche auch jedes Spiel mitzumachen, auch auswärts, fahre ich oft und so. Ist halt, weiß ich nicht, das ist halt so ein, auch ein familiäres Gefühl, viele meiner Kumpels bist damit aufgewachsen so, das ist halt eine coole Sache und ist halt die Gegend, wo du wohnst oder in der Nähe groß geworden. Ich komme ja ursprünglich aus Brandenburg, Fürstenwalde, ein paar Leuten sagt ja vielleicht was und ist ja schon die Gegend da. Und ja, ist halt, Union ist mehr, also klar kann jeder sagen von seinem Verein, für mich ist es aber irgendwie auch mehr als Fußball,
Es ist auf jeden Fall ein guter Ausgleich zu der ganzen Rap-Sache. Man kann da hinfahren. Die Leute quatschen eigentlich immer gleich voll. So hier Finch, da Finch, hier. Manchmal nervt es auch ein bisschen. So ist cool, wenn Leute ankommen so und Fotos wollen oder so. Aber bei Union ist es halt nicht mehr so der Fall. Da weiß man, da ist man jetzt nicht als Finch, da bist du jetzt halt als Nils oder so, weißt du, und machst da dein Ding. Und da geht es um den Fußballverein, da geht es nicht darum, der ist der coolste Rapper, der ist der coolste. Da geht es einfach nur um das Fußballding. Und deshalb mag ich es sehr und fahre da auch extrem gerne hin. Ja. Ja, ist ein Berliner Sportverein. Magst du nicht. Naja, ist ja wahrscheinlich klar, dass man als Unioner jetzt nicht Hertha extrem feiert. Also ich stehe halt, was ich auch nochmal sage, so, ich stehe halt nicht nur für, also ich stehe für Union, klar, ich bin Unioner, so, ich fühle mich da extrem wohl, aber ich möchte halt auch wissen, dass die Leute auch durch meinen Rap merken, dass ich halt für den ganzen Ostsektor einstehe. Also ich feiere auch Rostock, ich gucke mir gerne Dresden-Spiele an, ich gucke mir Magdeburg an. Ich feiere diesen ganzen Ostfußball, meine Leute, die mich feiern, die kommen auch aus Leipzig, die kommen aus Magdeburg, die kommen aus Cottbus, die kommen aus Dresden, die kommen von überall her aus dem Osten und da habe ich auch meine starke Crowd her und das finde ich auch geil und möchte ich auch sagen, dass die Leute wissen, dass ich für die halt auch stehe, dass ich für den kompletten Ostfußball stehe. Hast du selber Fußball gespielt oder im Verein und sonstiges? Ja, ich habe mal Fußball gespielt, dann habe ich gemerkt, dass ich einfach so gar nicht kann, Alter. Nee, ich habe gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. So. Und mein Körper ist halt auch so leicht zerbrechlich, wie mit der Aktion, wo ich da mit dem Fahrrad den Spiegel abtreten wollte. Da habe ich mir die Schulter zerwichst und musste dann, ich weiß nicht, ob ich Fußball, ich sag mir immer selber, dass ich Fußball aufhören musste. Ich war halt Torwart, weißt du, ich muss halt Fußball aufhören wegen meiner Schulter. Aber wahrscheinlich hätte ich es auch so irgendwann aufhören müssen, weil es reicht für so einen kleinen Dorfkick und so, ist ganz cool, aber es macht mir doch eher mehr Spaß mitzufahren und die Leute da zu unterstützen. Was kann man so in der Zukunft von dir erwarten? Gibt es ein Album? Schreibst du ein Album? Machst du eine EP? Wer sind deine Producer? Erzähl mal ein bisschen. Ja, Pläne sind auf jeden Fall da, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Musik mache, weil es mir auch am meisten Spaß macht, weil ich denke, dass ich mich da auch am meisten weiterentwickeln kann. Auch vielleicht mal ein paar kleine Experimente mit anderen Musikgenres vielleicht mal probieren. Also nicht, dass ich jetzt anfange, Schlager zu singen, keine Angst. Aber dass ich mal vielleicht so, wie gesagt, ein bisschen auf diese Hardtech-Schiene mache, das mit dem Rap ein bisschen fusioniere, da mit ein paar Leuten Kontakt habe. So, mal gucken, da sind einige Sachen geplant. Musik möchte ich machen, möchte jetzt nicht zu viel verraten, dass ich sage, ich bringe dann und dann ein Album raus oder so, aber es ist auf jeden Fall mein Plan, dass ich bis Ende des Jahres nochmal aktiv werde und da nochmal ein bisschen was kommt. Mein letzter Track war ja, hat Boga gemacht, hier mein richtig Saufen, fand ich auch richtig cool, haben eine schöne Zusammenarbeit gehabt und ich habe kennengelernt über Drop, also ja. Drop hat ja die ganzen Sachen für Drop gemacht, die JBB-Sachen. War cool und mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht. Ich will mich da auch nicht festigen. Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Producer, mit dem mache ich mein Leben lang weiter oder so. Aber wie gesagt, mit Boga war ich zufrieden. Kann auch in Zukunft weitergehen, kann woanders hin. Ich weiß es nicht. Ich will mich da nicht festlegen. Beats und so. Ich habe auch keinen, wo ich sage, da ist ein Studio, da kann ich immer hingehen. Der macht die geilsten Beats. Ich habe ja noch nicht mal selber mich so gefunden, dass ich sage, die und die Beats passen zu mir am besten. Bin da noch ein bisschen experimentierfreudig. Ich habe auf jeden Fall aber meinen Stil gefunden, wo ich sage, mit dem Stil fahre ich auch weiter. Richtig ist natürlich, dass ich in den Battles, wenn ich Battles mache, ist klar, dass ich in Battles personenbezogener sein muss, dass ich da nicht irgendwelche Generic Bars bringen kann, dass ich da auf jeden Fall Analyse des Todes machen muss, ist klar. Gucken wir mal. BMCLs habe ich auch Bock. Schauen wir mal, was kommt. Und ja. Vielleicht kommt das Z-Battle, Leute. Vielleicht kommt das. Was mit den Fischerhüten? Die hast du alle wegbekommen, habe ich gesehen. Gibt es da noch welche? Kommt noch was? Ja, ich weiß ja nicht, wann das Video hier gebracht wird, Alter. 5 Tage. 5 Tage, da werden wahrscheinlich das zweite Mal die Fischerhüte kommen, weil die ersten Fischerhüte waren nach 2 Stunden weg, Alter. Es war überkrank so. Die Leute, es waren 100 Stück. Und ich habe erstmal einen kleinen Augen, ich muss ja auch selbst das Geld vorstrecken, weißt du, ist ja immer die Sache. Und
Die waren alle. Innerhalb von 2 Stunden waren alle weg so. Und jetzt habe ich nochmal nachgelegt. Ich will aber auch nicht zu viele raushauen, weil ich möchte wirklich, dass das die Leute haben, Alter, die jetzt dabei sind. Ja, das ist ein Unikat. Vielleicht, wenn später mal, dass jemand 10 Jahren sagen, ey, guck mal hier, kennt ihr noch Finch? Hier, die Fincherhüte so. Okay. Fincherhüte, sind halt nicht Fischerhüte, Fincherhüte. Ah, Fincherhüte, ganz wichtig. Ja, und die kommen jetzt. Ich habe heute noch eine Nachricht bekommen. Ich denke mal, in 5 Tagen raus ist. Die Leute, die werde ich das schon mal vorher Bescheid sagen, dass es ein bisschen verzögert. Eigentlich sollten sie jetzt am Sonntag rausgehen. Aber es wird sich noch um 1-2 Wochen verzögern, weil die mit der Produktion nicht hinterherkommen. Aber ich hau nochmal auf jeden Fall welche raus. Merchandise mache ich auch auf jeden Fall. Einige Sachen. Und das ist halt dafür da, dass ich mir die ganze Mucke, die ich mache, finanzieren kann. Weil ich keine Lust habe, mein Geld, was nicht viel da ist, weil ich halt ja die Schulsache da mache. Ich habe da keine Lust, da mein Privatgeld, von den Steuern, was ich vor ein Jahr von Steuern habe ich alles da reingepulvert, Alter. Ich will da ein bisschen leben von, so weißt du. Ich will, dass es so perpetuum mobile mäßig ist, dass es sich selbst finanziert, so selbst das Rad von alleine dreht, das wäre cool. Und deshalb kauft alle die Merch-Scheiße, macht er ja wahrscheinlich eh. Und wichtig ist, gute Qualität ist mir sehr wichtig, deswegen ist der Preis nicht an erster Stelle. Man könnte auch Fischerhüte für einen 5er rauskloppen, Alter, aber dann trägst sie 2-3 Mal, ziehen sie Fäden, das ist scheiße. Mir ist immer wichtig, auch mal, wenn ich Sachen gekauft habe von anderen Künstlern, war immer die Qualität wichtig und Preis und da musst du so einen Mittelpunkt finden. Und ja, da kommen noch einige Merch-Sachen, habe ich auf jeden Fall Bock, weil das auch eine gute Sache ist, durch Musik sozusagen seine Musik zu finanzieren, obwohl man ja keine Musik macht, ja. Also holt euch die Fincherhüte. Merch wird es auch von uns geben, von PZAC, Broke is Dope, Hoodies, Shirts, Sweatshirts könnt ihr euch auch holen. Irgendwann werde ich irgendwelche losen und dann könnt ihr euch auch die holen und holt euch auf jeden Fall sein Merch, unterstützt die Musik, er pulvert da was rein, gibt ihm was zurück. Finch, ich habe jetzt so ein paar Wörter vorbereitet, so um die 33, raus aus dem Bauch einfach. Egal, was dir einfällt, du hörst das Wort oder den Namen oder sonstiges und du sagst einfach, was dir einfällt, was du dazu denkst. Kann manchmal ein Wort sein, kann ein Satz sein, kann eine Story sein, wie du möchtest. Ronaldo. Feier ich nicht, viel zu überschätzt. Okay, Diltili. Rapper Mittwoch. Big Chief. Diltili. Book of Ra. Triple Chance ist besser, Alter. Macht mehr Spaß, kann man besser aufladen. Und dann nachher Joker's Cap. Erste Liga? Vielleicht irgendwann mal, wäre geil. Lieblingsschuhe? Alter, Schuhe sind so das Unwichtigste am Körper, die es gibt, Alter, weil die sind ganz unten. New Balance? New Balance, okay. Kinder, Babys? Will ich mal haben. Würde ich gerne mal haben, also bekommen, ja. David Hasselhoff? Die Mauer hat er auf jeden Fall mit seinem Gesang zum Einsturz gebracht. Schlager? Leben. Bestes Battle. Fresh Polacke gegen Apol, fand ich übelst geil. Label. Proletik. Traumfrau. Lana Del Rey. Der unsympathischste Rapper. Der unsympathischste Rapper. Dings hier. Shindy, Young Horn, ich weiß es nicht, Alter. Sind so Leute, die mich nicht interessieren. Also unsympathisch, ja, weiß ich nicht. Reicht doch. Ja. Julians Blog, PA Beef. Der PA Sports, Julians Blog. Oh, hab ich gar nicht. Ganz ehrlich, verfolgt diese Internet-Battelei, verfolge ich gar nicht. Und diesen Beef und diese ganze Beef hier, Beef da, ist alles nur Promo für mich. Letzter Urlaub? Hab ich schon gesagt, 2009 Libanon. Lieblingsessen? Döner oder Kassler. Mit Sauerkraut und Kartoffeln von Mama. Sido? Hab ich damals gefeiert. Finde ich cool. Jo, Agro Berlin, auf jeden Fall, geile Sache. Auch Aussie. Was? Auch aus. Ja, und finde ich cool. Ja, Rap-mäßig auch höre ich mir heutzutage auch noch sehr gerne an. Mein großes Konsolenspiel GTA, die ganze GTA-Reihe, Alter. Die ganze GTA-Reihe, obwohl ich Wolverine damals auf PlayStation 4 auch, PlayStation 3 kam das mal raus, das fand ich überkrass. Ich weiß nicht, warum es mich so. Und jetzt derzeit Uncharted sehr krass, aber an GTA kommt nichts ran. Okay. Snapchat. Habe ich, benutze ich aber nur, um die Filter dann bei Instagram machen zu können, weil Instagram ist die Macht. Star Wars. Ich hasse Star Wars, Alter. Herr der Ringe, Alter. Herr der Ringe. Game of Thrones. Geilste Serie, die es auf diesem Planeten gibt, weil die Kurve einfach so ist. Spannung immer noch nach oben. Selbst jetzt in der 7. Staffel war nicht extrem geil, aber war immer noch auf einem hohen Level. Mega, mega. Leben. Der Neymar-Transfer. Ja, krank. Hat auf jeden Fall jetzt ein Tor geöffnet für
komische Transfers, Dembélé und weiß ich nicht alle, also sinnlos und wird kein Ende mehr finden. Die Dembélé-Aktion. Ja, Hurensohn-Aktion und geht ja jetzt auf jeden Fall weiter. Ich habe jetzt gehört von Dortmund, der eine, der von Man City jetzt kommen soll, der Jugendspieler, der ist ja jetzt auch so, der will sich auch frei streiken. Fotzen-Aktion und irgendwann Verträge haben einfach keinen Halt mehr, keinen Sinn mehr. Schade. Royal Bunker. Geil, finde ich gut. Damals auch noch, wo Echo da war, habe ich es auch gepumpt. Sehr gut. Autotune. Autos tune ich nicht, weil ich keine Autos tune. Nee, ja, wenn es nicht übertrieben oft eingesetzt wird, cool. Könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, mal zu machen, aber die ganze Zeit nur Autotune, schwul. Adiletten. Sexy auf jeden Fall. Ausgehfähig. Tinder. Funktioniert, glaube ich, bei mir nicht mehr. Ich habe seit 2 Wochen getindert, Alter, hab's gelöscht, alles, hab sogar Supermatch gemacht und da kommt irgendwie nie was zurück, weiß nicht warum. Okay, Fitness? Habe ich damals ein bisschen öfter gemacht, war ein bisschen öfter da, war auf dem Fitnesswahn, jetzt gehe ich zwar noch hin, aber eigentlich nur so für meinen Kopf und ja, ist jetzt nicht so wichtig, Saufen ist cooler. Fashion Week? Schwul? Also nicht, dass schwul ein Schimpfwort ist, aber ich find's, ja, Fashion Week, will ich nicht, nee, finde ich nicht cool, was? EGJ. Ich war damals ein kleiner Bushido-Fanboy, Alter. King Bushido-Schlüsselband, dies, das. Debo, habe ich damals extrem gefeiert, Debo-Shirt und so. Ja, fand ich damals cool, jetzt nicht mehr. iPhone. Hatte ich, habe ich weggemacht. Samsung. Ist einfach einfacher zu bedienen, alles. iPhone hat es mir einfach viel zu kompliziert, viel zu anstrengend und technisch auch einfach nicht krasser als Android. FKK. Schöne Ding auf jeden Fall. Macht Spaß, ein paar Titten zu sehen. Ja, aber da müsste ich mich ja selber ausziehen und da hingehen so und wäre auf jeden Fall nicht so mein Ding, da nackt rumzurennen. Aber ist schön, wenn Frau und so gut aussieht, dann ja. Conor McGregor. Alter, Boxen ist, interessiert mich auch gar nicht so. Ich war auf jeden Fall für Mayweather. Ich hab gesagt, ich guck's mir nicht an. War dann aber doch irgendwie wach, hab's mir angeguckt. Und der Conor McGregor hatte mir einfach eine zu große Fresse. Und alle Leute, die jetzt sagen, ja, der Conor McGregor war, der hätte aber ihn im Käfig. Das ging nie darum, der wollte nie im Käfig. Er hat ihn rausgefordert. Er hat ihm gezeigt, dass er im Boxen ihn zerfickt, Alter. So ist meine Meinung dazu. Er ist 40, der Conor McGregor ist jung. Und war im Endeffekt alles bloß so eine Promo-Sache und nur ein Geldtool. So, ja. Aber wenn, dann eher Mayweather. FC Bayern München. Ja, das ist ein cooler Verein. Damals auf jeden Fall mega interessant gewesen, aber heutzutage gar nicht mehr. Alte Zeiten mit Scholl, Janka, Rizzitelli, alles ja. Cool gewesen. Das war eine schöne Zeit, aber heutzutage ist dieses ganze Bayern-Ding, nee, das interessiert mich nicht mehr. Image-Rap. Ja, ist okay, finde ich nicht schlecht, aber wenn es nicht zu 100% Image ist, wenn noch ein bisschen Wahrheit drin steckt im Image-Rap, ist das ganz cool. Aber sonst wäre nur Real Talk, Straße und so. Und du musst doch machen, was du sagst. Das kann, glaube ich, jeder macht irgendwie Image-Rap, weil keiner sticht jeden Tag jemanden ab oder so. Also. Generell Vorurteile? Sind scheiße, Alter. Man sollte miteinander reden auf jeden Fall. Wenn man irgendwelchen Beef mit Leuten hat, dann kommt auf die zu, schreibt die an, trefft euch mit denen, redet miteinander, trinkt ein Bier. Mehr reden. Tattoos. Ja, sind cool. Ich hatte Geld, hab ein paar Dinger gemacht, Alter. Hätte ich jetzt Geld, würde ich es wahrscheinlich immer noch machen so. Und auf jeden Fall ein guter Muschelknacker. Also, zieht euch diesen Jungen rein. Die nächsten Battles, die nächsten Alben, EPs etc., Tracks, Releases, Merch. Gebt euch den Jungen, ein sehr sympathischer Junge. Stay tuned, die nächste Folge von Aufzack folgt bald.